Paragraph 36 Absatz 3 regelt das Thema der Nachschau. Mich hat eine Frage ereilt, die den Ablauf dieser Nachschau betrifft. Dazu möchte ich kurz was erzählen. Wer mit Gesetzen zu tun hat, wie wir Waffenbesitzer, der muss fast schon ein Jurist sein. Verweise, Querverweise, Paragraphen. Das gehört alles dazu, um tatsächlich das Gesetz so zu interpretieren und zu verstehen, um was es eigentlich geht und vor allem, wie es gelebt wird. Einer meiner Follower, Fans, Zuschauer, wie man es nennen möchte, hat mich gebeten, mal ein Video darüber zu machen, zum Ablauf der Kontrolle der Sicherung und Aufbewahrung nach Paragraph 36 des Waffengesetzes. Ich möchte auch ganz klar feststellen, das hier ist keine Rechtsberatung. Ich erzähle einfach nur meine Sicht der Dinge, wie ich das ganze Ding sehe und wie ich das persönlich interpretiere. Was ihr daraus macht, ist euer Ding. Ich möchte damit anfangen, den Paragraphen mal ganz kurz vorzulesen. Und zwar die zwei Bereiche, die eigentlich maßgeblich sind. Quelle hierfür ist gesetze-im-internet.de. So, Paragraph 36. Aufbewahrung von Waffen oder Munition. Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen. Das ist der Satz 1. Satz 2 ist weggefallen. Satz 3 ist jetzt der relevante. Wer erlaubnispflichtige Schusswaffen, Munition oder verbotene Gegenstände besitzt oder die Erteilung einer Erlaubnis zum Besitz beantragt, hat der zuständigen Behörde zur sicheren die zur sicheren Aufbewahrung getroffenen oder vorgesehenen Maßnahmen nachzuweisen. Besitzer von erlaubnispflichtigen Schusswaffen, Munition oder verbotenen Waffen haben außerdem der Behörde zur Überprüfung die Pflichten aus Absatz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 Zutritt zu den Räumen zu gestatten, in denen Waffen und Munition aufbewahrt wären. Wohnräume dürfen gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten werden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 des Grundgesetzes, wird insoweit eingeschränkt. So viel zum Thema des reinen Gesetzes. Uns sagt dieses Gesetz letzten Endes, dass wir zu der Behörde für diese Nachschau den Zutritt zu gewähren haben. Wer nun diesen Gesetzestext einfach nur so liest und interpretiert, wird sich sagen, hey, ich lasse den rein, ich zeige ihm meinen Tresor, er sieht meinen Tresor und ich schicke ihn wieder nach Hause. Hier muss man aber ganz klar sagen, man muss noch einen weiteren Aspekt des Waffengesetzes mit hereinnehmen. Und zwar jetzt müssen wir reingehen in die Verwaltungsvorschriften zum Waffengesetz. Und hier wird unter 36.7 zum Paragraphen 36 Absatz 3 Satz 1 klar Folgendes geschrieben. Paragraph 36 Absatz 2 räumt der Behörde die Möglichkeit ein, verdachtsunabhängig die sorgfältige Aufbewahrung von erlaubnispflichtigen Schusswaffen, Munition oder verbotenen Waffen überprüfen zu können. Bei den durchführenden Kontrollen ist nicht nur der Waffenschrank, sondern auch der Inhalt zu prüfen und mit dem aktenkundigen Bestand abzugleichen. Das ist jetzt der Punkt, was in den Texten drin steht. Das bedeutet im Klartext, die Behörde kommt, sie klingelt, ich bin tatsächlich zu Hause, ich lasse den Sachbearbeiter rein, er sagt natürlich, was er will, weist sich aus, etc., das Übliche. Er gibt an, er möchte die Nachschau nach § 36 durchführen, ich gehe mit ihm zu meiner Aufbewahrungsstätte. Er hat keine Berechtigung, das Wohnzimmer zu betreten, das Schlafzimmer, es sei denn, dort werden Waffen aufbewahrt. Es geht einzig und allein um den Raum, wo die Waffen aufbewahrt werden. So. Bringen ihn zum Tresor, wir öffnen den Tresor
Und jetzt geht es nicht nur darum, dass er einfach nur sieht, aha, das ist der Tresor, das ist die Plakette, tschüss. Nein, er darf laut den Verwaltungsvorschriften den Inhalt mit dem Aktenbestand abgleichen. Und das ist legitim in meinen Augen. Das heißt, er wird abgleichen wollen, was steht in der Akte, welche Waffe, welche Seriennummer und wird das mit dem Inhalt des Schrankes überprüfen. So einfach ist das. Und das geht klipp und klar aus diesem Paragraphen, gekoppelt mit der Verwaltungsvorschrift auch, hervor. Nun ist es aber auch so, dass manche Hardcore-Waffenbesitzer, nenne ich sie jetzt einfach mal aus Jux, der Meinung sind, immer auf Konfrontation gehen zu müssen. Das ist meine persönliche Sicht der Dinge. Es wird immer wieder direkt mit irgendwelchen Klagen gedroht und was weiß ich. Man beklagt sich darüber, dass vielleicht der Sachbearbeiter die Kontrolle, sprich den Abgleich, selber durchführen möchte. Sprich, der Sachbearbeiter nimmt die Waffe aus dem Schrank und gleicht sie selber ab. Gemessen an verschiedenen Geschehnissen in der Vergangenheit kann ich das sogar irgendwo ein bisschen verstehen. Ich meine Güte, wir sprechen hier über Schusswaffen. Ja, ich weiß, das sind auch diverse Werte, teilweise ideelle Werte. Ja, so, aber mal ganz ehrlich, fasst euch mal ein bisschen ans Herz. Wenn ihr zu jemandem hinkommt, den ihr nicht wirklich auf der persönlichen Ebene kennt, ihr möchtet bei dem Schusswaffen überprüfen. Und man weiß im Hinterkopf, da gab es diverse dubiose Figuren, die halt zur Waffe gegriffen haben, wie dieser Reichsbürger. Da wäre ich ganz ehrlich auch ein ganz klein wenig vorsichtig mit der ganzen Geschichte. Das heißt, mein Rat, und das ist keine Rechtsberatung, das ist einfach nur mein persönliches Ding, ja, arbeite mit der Behörde zusammen. Geht nicht immer nur auf Konfrontation, die machen auch nur ihren Job. Man kann sich darüber unterhalten, und das muss man vielleicht auch mal dem Sachbearbeiter auch mal so sagen, wenn einer kommt, wie in dem Fall des Followers beschrieben, dass halt drüber gemeckert wird, dass man nicht zu Hause war. Ja, meine Fresse, ich meine, wir gehen arbeiten. Der Sachbearbeiter ist tagsüber unterwegs, macht die Nachschau, klingelt, wundert sich, dass er tagsüber, wenn andere Leute auf der Arbeit sind, keinen zu Hause antrifft. So, sich darüber zu beschweren, das ist nicht in Ordnung, dass der Sachbearbeiter sich beschwert. Aber deswegen auf Konfrontation gehen? Nein. Aber mal freundlich darauf hinweisen, ich meine, hallo, lieber Sachbearbeiter, aber sorry, du kommst jetzt zu einer Uhrzeit, da bin ich noch auf der Arbeit. So, wenn du möchtest, dass du die Nachschau machen kannst, hey, dann lass mir einen Zettel da, ich rufe dich an und wir machen einen Termin aus, dann kannst du vorbeikommen. Das ist zwar dann nicht mehr für eine verdachtsunabhängige Nachschau oder eine unangekündigte Nachschau, aber nur so wird das funktionieren. Denn zur Unzeit, so steht es auch im Gesetz, darf der Sachbearbeiter auch nicht kommen, sprich zwischen 21 und 6 Uhr. Das ist ausgeschlossen, das ist dann nur noch zur Verhütung unmittelbare Gefahren, sprich Gefahrenverzug. Aber dann kommt sowieso nicht der Sachbearbeiter, sondern dann kommen die schwarz gekleideten mit Maschinenpistole und treten die Tür ein. Deshalb, die Gesetze regeln es eigentlich relativ deutlich. Zugang hat der Sachbearbeiter, der Tresor ist zu öffnen und der Inhalt des Tresors wird mit der Akte abgeglichen. So einfach ist das. Gefallen dir meine Videos? Gefällt dir mein Channel? Geile Sache. Ihr liked mich, abonniert mich, Glöckchen bedienen, supportet mich. Links findet ihr unten. Ich freue mich über alles. Bis dann. Ciao.